Guten Morgen. Eigentlich sollte an dieser Stelle kein Vlog kommen. Eigentlich sollte in diesem Monat gar kein Vlog kommen. Allerdings muss ich das Projekt jeden Tag ein Themenvideo oder ein Inputvideo hier abbrechen. Hat mehrere Gründe. Ich stehe jetzt so kurz davor, ne? Eigentlich ist es ärgerlich. Ich hätte es halt eigentlich fast geschafft, aber ich kann einfach nicht mehr. Es ist halt echt anstrengend, auch wenn das nur so Mini-Videos sind. Ich pack's einfach nicht mehr. Wenn euch dieser kleine Input, den ich da aber immer so gegeben habe, gut gefällt, dann könnt ihr euch, wenn ihr mögt, für den für WhatsApp anmelden. Da bekommt ihr dann auch immer solche Input-Nachrichten als Sprachnachrichten von mir. Das ist keine Gruppe oder so. Das ist, ihr bekommt das wirklich alles separat, wenn ihr mögt. Aber ich pack's einfach nicht mehr. Es ist gerade zu viel Arbeit. Ich habe gerade zu viel anderes, um das jetzt noch fertig machen zu können. Und ich weiß, ihr findet das nicht schlimm. Das ist jetzt nur wieder mein eigener Anspruch, dass ich das gerne durchziehen wollte. Ich weiß, ihr findet das überhaupt nicht schlimm. Und als zweites kommt hinzu, was jetzt auch eigentlich den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, wo ich heute gesagt habe, ich breche das Projekt dann jetzt hier ab. Mein Licht ist kaputt gegangen. Und so habe ich ja so eine Softbox, ne, damit die Videos immer ein schönes Licht haben. Und die Glühbirne ist kaputt gegangen. Und ja, da sagt man so einfach, naja, kauft man halt einfach eine neue Glühbirne. Aber die sind nicht gerade günstig. Und weil ich aktuell mein Auto in der Werkstatt habe, nein. und natürlich habe ich hier in der Kamera so ein integriertes Licht, mit dem filme ich auch gerade aktuell. Das ist für Vlogs okay und auch völlig ausreichend für, diese One-Shot-Videos, wo ich so vor der Kamera sitze und erzähle. Reicht es mir einfach nicht aus. Also es war jetzt so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich setze mich dann, ich hätte mich halt noch einmal hinsetzen müssen und nochmal durchziehen müssen und das dann bearbeiten müssen. Das wäre jetzt nochmal ein Tag Arbeit gewesen, theoretisch. Also da hängt ja immer noch ein bisschen mehr dran. Aber ich habe einfach gesagt, wenn die Videos dann auch noch eine Kackqualität haben, komm, so viele Leute gucken es eh nicht. Und dann teile ich die Inhalte halt einfach mit euch in den Instagram-Stories oder auf Facebook oder wo auch immer, die ich mir jetzt eigentlich noch so gedacht hatte die letzten Tage. Genau, das werde ich, glaube ich, so machen. Also die Themen, die ich mir jetzt eigentlich für die nächsten Tage noch gedacht hätte, die werde ich einfach abwechselnd mit euch auf Instagram, Facebook und WhatsApp teilen. Also wer mir auf allen drei Kanälen folgt, angemeldet ist, hat Glück, der bekommt alle Themen und die anderen bekommen halt immer mal so ein paar. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Und genau, und dafür, also das wird jetzt halt auch das letzte Video jetzt im Januar sein, dieser Vlog, in dem ich es halt einfach auch erkläre. Und dann geht es im Februar nochmal dann weiter. Und da habe ich schon so ein paar Pläne, da gibt es ein paar coole Kooperationen und Themenvideos und Vlogs und so. genau, und es ist jetzt gerade erst 8.15 Uhr, also noch sehr zeitig am Morgen. Ich habe mir das jetzt gerade spontan überlegt, dass ich jetzt hier abbreche, dass ich den Vlog heute mache, dass ihr den Vlog morgen bekommt. Ich mache mir jetzt ein Porridge, ein warmes, habe ich heute Bock drauf. Und es ist auch ganz gut, dass ich mir den Tag heute so ein bisschen frei halte, weil die Katze meiner Schwester hat sich gestern verletzt, hat sich was gebrochen und muss jetzt in die nächstgrößere Stadt hier bei uns zur OP. Und da ist noch nicht ganz klar, wann sie sie hinbringen kann. Und sie hätte halt gern jemanden, der mitfährt, um die Katze halt auf der Fahrt ein bisschen zu betreuen. Und da bin ich da quasi so ein bisschen flexibler heute für sie. Das ist auch ganz schön. Und außerdem geht es mir auch gerade nicht gut. Deswegen tut mir das heute auch gut, wenn ich mich nicht vor die Kamera setzen muss. Ich gebe euch unglaublich wertvolle Ratschläge, aber eigentlich geht es mir gerade scheiße. So viel zum Thema Authentizität. Ich möchte euch auf jeden Fall noch ein paar Sachen zeigen, wo ich eigentlich eventuell ein Video drüber gemacht hätte. Zeige ich euch dann einfach hier in dem Vlog in die Kamera. Und eine Box ist wieder mal angekommen, eine Beauty-Box. Das zeige ich euch auch, was da drin war. Die war ganz süß, fand ich. Und ansonsten gucken wir mal, was der Vlog heute noch so mit sich bringt. Übrigens, das muss ich euch kurz zeigen, man sieht es leider nicht so gut, aber mein Handy zeigt mir 27 Grad und Sonnenschein. Und da ist nicht etwa unser Urlaubsort eingestellt, sondern wirklich mein Wohnort. Ich kann euch aber gleich sagen, wie es bei uns wirklich aussieht. 27 Grad sind das definitiv nicht. Denn aktuell sieht es eher so aus. Also viel Schnee ist es auch nicht, ne? Aber so ein bisschen was. 27 Grad sind das auch nicht. So, ich mache mir gerade mein Porridge. Normalerweise koche ich mir früh nichts. Heute habe ich ja dann nun aber Zeit und wie gesagt, ich
bin gerade in der Phase, ich muss mich gerade sehr um mich selbst kümmern und das gehört halt gerade irgendwie dazu. Einfach nur Wasser, Haferflocken, Apfel und entweder eine Banane für die Süße rein. Jetzt habe ich gerade keine Banane mehr da, weil ich ja einkaufen muss. Deswegen mache ich einfach Honig rein und dann noch ein bisschen Zimt drüber. Inspiriert dazu wurde ich übrigens von Yummy Pilgrim bzw. Funny Pilgrim, weil sie eine Vegan Challenge gemacht hat, also eine Vegan Challenge. Ich möchte mich jetzt nicht vegan ernähren, aber A schon gesünder und B mit weniger Fleisch und tierischen Produkten. Und deswegen mache ich da einfach so einen ganz allmählichen Einstieg und bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Falls ihr irgendwie gute vegane Rezepte kennt, Blogs, was auch immer, könnt ihr mir das gerne mal schicken, verlinken. So, jetzt muss ich hier weiter rühren und kochen. Also an dieser Stelle auch das bedeutet Self-Care. Sich ein Essen zu machen, nur für sich in aller Ruhe, weil man da gerade Bock drauf hat, weil man das gerade braucht, weil man das gerade möchte, auch das bedeutet Self-Care, Selbstfürsorge. Und das ist jetzt nichts, wofür ich alleine sein muss, bin ich nun gerade glücklicherweise. Aber ne, wenn die Kinder dabei sind, auch da gibt es Möglichkeiten für sich, gutes, leckeres, gesundes Essen zu kochen, wenn man das jetzt gerade in dem Moment braucht. Wollt ihr ein kleines Serien-Update? Ich gucke gerade mehrere Sachen gleichzeitig. Ich gucke Riverdale, da muss ich aber dann immer jede Woche auf die neue Folge warten. Kann ich sehr empfehlen. Riverdale ist eine sehr, sehr geile Serie. Dann habe ich angefangen, Teen Wolf zu gucken. Ist okay. Ich esse das. Ich gucke das nebenbei, wenn ich Mittag esse. ist okay. Kann man schon mal gucken. Dann gucken wir mit Manu zusammen. Müssen auch immer wieder auf neue Folgen warten. The Big Bang Theory, Little Sheldon. Wir gucken Gotham. Davon kann man aber nicht so viele Folgen am Stück gucken, finde ich. Und was jetzt ganz, ganz neu ist, was ich auch sehr empfehlen kann, ist Lucifer. Super genial. Der Teufel hat sich einfach überlegt, Mensch, es wäre doch mal ganz nett, mal was anderes auszuprobieren. Ist nach L.A. gegangen und hat dort einen Nachtclub eröffnet. Ist super lustig und fängt jetzt an mit einer Polizistin zusammenzuarbeiten und entdeckt so ein bisschen, wie die menschliche Psyche so funktioniert und so. Ist schon ganz interessant. Na, und dann wollte ich euch gerne noch ein Buch zeigen, was ich euch sehr empfehlen kann. Die Leute, die in meinem WhatsApp-Verteiler sind, die kennen das schon. Und zwar ist das Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler. Entdecke dein höheres Selbst und verbinde dich mit deiner inneren Kraft. Hört sich spiritueller, esoterischer an, als es in Wirklichkeit ist. Es ist wirklich ein sehr, 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 sehr wertvolles Buch mit sehr vielen Übungen, mit Meditationen. Also ihr habt da auch so einen QR-Code drin, das heißt, die Meditation bekommt ihr dann auch als Audiodatei. Und ich finde, also der Bereich, der mich am meisten fasziniert hat, ist der Bereich Altes loslassen und sich quasi wieder frei machen für Neues. Und die Erkenntnis, du kannst sein, wer du willst, du kannst erschaffen, was du willst und das kannst du zu jedem Augenblick. Und natürlich zählt da einiges dazu, aber es ist sehr, 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 sehr schön. Es war sehr motivierend und inspirierend. Ich habe mir da vieles für mich selbst wieder mit rausgezogen. Ist auch nicht allzu dick. Ich glaube, es sind 300 Seiten oder so. Lass mich schnell gucken. Nicht mal. Es sind 230 Seiten. Kann man also durchaus auch mal mit wenig Zeit lesen. Es war wirklich sehr inspirierend. Sie schreibt halt auch von ihren Erfahrungen und was ihr halt weitergeholfen hat, wie das bei ihr war, wie ihr Weg war. Also ein wunder, wunder, wundervolles Buch, wirklich. Und es ist wirklich nicht allzu esoterisch oder spirituell. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich kann auch ihren Podcast sehr empfehlen, der ist auch immer wundervoll. Den gibt es auch auf YouTube. Kann ich euch gerne mal unten in die Infobox verlinken. Ich verlinke euch auch mal das Buch. Also wirklich meine wärmste Herzensempfehlung für dieses Buch. Und dann habe ich noch ein Buch, was ich euch zeigen will. Das zeige ich euch aber nachher, weil wenn ich mich jetzt hier so verquatsche, schaffe ich meine To-Dos heute nicht so richtig, weil ich nachher noch, meine Schwester holt mich dann nachher ab. Ich habe dann nachher noch ein Beratungsgespräch, also ich bin die Beratende, und dann holt mich meine Schwester ab, weil ihre Katze krank ist und wir müssen die zum Tierarzt bringen. Und genau, und deswegen muss ich jetzt ein bisschen was machen. So, ich koche mir jetzt gerade was zu essen. Und ich dachte, wir können ja das Thema, was es heute eigentlich gegeben hätte, jetzt so ein bisschen nebenbei mit besprechen. Und zwar wollte ich nochmal anknüpfen an das Thema von gestern. Da ging es ja um die fünf Menschen, mit denen du dich die meiste Zeit umgibst.
Und wollte daran jetzt anschließen an die Qualität deiner Beziehungen. Also welche Qualität deine Beziehungen haben. Wir haben ja unglaublich viele Beziehungen. Zu unserem Partner, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, zu Freunden, zu Arbeitskollegen. Und der erste Schritt wäre halt erstmal aufzuschreiben, was so deine wichtigsten Beziehungen sind. Also auch da wieder zu schauen, ne? Mit wem umgibst du dich am meisten? Was sind deine wichtigsten Beziehungen? Auch die mal zu bewerten. Also sind es Beziehungen, die dir Kraft geben oder sind es Beziehungen, die dir Kraft rauben? Sind es Beziehungen, in die nur du investierst und nicht zurückbekommst oder ist es ausgeglichen? Oder gibt es vielleicht auch Beziehungen, in die du mal wieder mehr investieren solltest, weil es Beziehungen sind, die dir eigentlich gut tun, wo du dir vielleicht nicht die Zeit nimmst? Oder ich bin auch immer ein Fan davon, öfter mal Danke zu sagen, öfter mal unabhängig von Geburtstag, Weihnachten, Ostern jemanden was Kleines zu schenken, um sich zu bedanken, also um auch Dankbarkeit nach außen zu tragen. Für sich selbst, für den anderen, das wertzuschätzen, also seine Zeit wertzuschätzen, seine Freundschaft wertzuschätzen, bin ich immer ein sehr, sehr großer Fan davon. Also wäre es heute in dem Video wirklich darum gegangen, um die Qualität deiner Beziehung, die erstmal vom Prinzip her zu bewerten und dann das für dich zu analysieren. Wo stecke ich zu viel Zeit rein, zu viel Energie? Wo sollte ich vielleicht mal mich ein bisschen zurücknehmen, den anderen mal kommen lassen? Wo sollte ich aber im Gegensatz vielleicht doch mal wieder bisschen mehr Zeit investieren, weil ich habe zum Beispiel so Freundschaften, das sind auch Mamas. Wir haben unglaublich wenig Zeit. Es passiert unglaublich selten, dass wir zusammenfinden, dass wir einen Termin finden, wo wir uns wirklich halt auch treffen können, auch mal ohne die Kinder treffen können. Und das sind aber die kraftvollsten Freundschaften. Und in diesem Jahr möchte ich da wieder mehr Energie reinstecken, wieder mehr geben, wieder mehr Möglichkeiten finden, sich zu treffen. Und weil mir das wichtig ist und weil ich meine Freundschaften, ist zum Beispiel etwas, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, wieder mehr pflegen möchte. Also meine Jule-Freundschaften. Also es gibt auch so Freundschaften, die hat man der Kinder wegen zum Beispiel, aber meine Jule-Freundschaften, die möchte ich wieder ein bisschen mehr pflegen. Und ich werde mir jetzt schnell was zu essen kochen. Ich habe nämlich nur noch eine halbe Stunde jetzt Zeit, bevor ich abgeholt werde. Aber das schaffe ich. Das schaffe ich. Genau. Deswegen höre ich jetzt wieder auf zu quatschen. Das gefährlich am Vloggen ist natürlich, dass man sich viel Zeit verquatscht. Und schaut auch mal, was gerade negative Beziehungen vielleicht über euch aussagen. Also schätzt ihr euch nicht selbst genug, um diese Beziehung zu beenden? Sucht ihr immer wieder oder trefft ihr immer wieder auf Menschen in eurem Leben, die euch eigentlich nicht gut tun, dann steckt da ein System dahinter, dann steckt da mehr dahinter und dann sollte man das unbedingt rausfiltern. Also schaut da halt mal tiefer, schaut da mal genauer hin, was da eventuell dahinter stecken könnte. Ich habe die Winter Edition von der InStyle-Box zugeschickt bekommen und wollte das gerne mal mit euch durchgehen, was da alles drin ist. Ich finde sie sehr, 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 sehr schön. Das ist hier so ein süßes kleines Geschenk. Das ist so eine Papiertüte, die so ein bisschen, also da macht man ein Teelicht rein, ne? Und dann leuchtet das so schön. Baby, it's cold outside. Ich glaube, die werde ich heute Abend dann gleich benutzen. So, und dann gucken wir mal, was für Produkte drin sind. Und zwar zum einen hier diese Beauty-Maske von Skimono. Eine Handmaske ist das. Pflegt die Hände mit einem regenerierenden Tiefenserum aus Shea Butter, Distelöl, Aloe Vera, Sternanis und Avocado-Extrakten. Finde ich cool. Also das macht man halt 30 Minuten lang. Habe ich noch nie. Also eine Handmaske hatte ich echt noch nie. Dann das hier. Das finde ich optisch mega, mega genial. Da gibt es auch noch andere Varianten, aber mir gefällt das super, super gut. Das ist Gesichtspflege. Für trockene und fahle Haut hat man ja im Winter sehr, sehr oft natürlich. Finde ich richtig cool. Von Fix and Rouge ist das. Dann auch ein Produkt, was ich noch nie benutzt habe. Von LOV Browtitude Eyebrow Contouring Palette. Benutze ich ja nicht. Ich benutze immer nur faulerweise einen Augenbrauenstift. Und das ist halt so eine ganze Contouring Palette mit im entsprechenden Pinsel auch zum Auftragen. Dann hat man zwei Produkte von John Frieda. Frizz Ease, Wunderreparatur Shampoo und den Conditioner wahrscheinlich.
Genau, Wunderreparatur Conditioner. Dann einen geilen Pinsel von Real Techniques. Das ist dieser hier. So ein schöner angeschrägter. Der gefällt mir richtig gut. Halt auch optisch ist es ein mega geiler. Das ist ein Concealer-Pinsel. Dann ein neuer Mascara, was mir sehr, sehr, sehr gelegen kommt, weil ich einen neuen brauche. Und zwar Tawana Big Five Lash Safari Keratin Mascara. Ist halt optisch, sieht er halt mega, mega genial aus. Genau, für mehr Volumenschwung und Länge soll das sein. Und das Keratin, was da drin ist, unterstützt das Wimpernwachstum. Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Weil beim Mascara bin ich wirklich sehr wählerisch. Und dann noch, ich liebe die Produkte von Zoella. Und das ist so ein Make-up-Täschchen, was ich richtig gut finde. Just Say Yes. Das ist schön groß. Das gefällt mir gut. Das wird, glaube ich, mein neues. Die Farbe kommt nicht so richtig rüber. Also es ist nicht so ein krasses Pink wie in der Kamera, sondern eher so Lachsfarben. Finde ich super schön. Und das hier war noch als extra drin. Ich liebe die total. Von Vegans ist das ein Hanfriegel, Apfel und Zimt. Natürlich vegan. Super, super lecker. Also ich finde den Inhalt echt super schön. Sehr abwechslungsreich, tolle Produkte. Also die Insta-Box hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und in diesem Heftchen, was man dabei hat, hat man dann immer noch so ein paar Rabattcodes. Zum Beispiel hat man hier zum Beispiel bei dieser Handmaske hat man dann nochmal einen Rabattcode und so. Ist immer auch ganz gut. Und kann auch noch von der InStyle, also quasi der Zeitschrift zur Box, 3 Ausgaben von dem E-Paper kostenlos bekommen. Gefällt mir sehr gut. Ja, es ist jetzt 6:30 schon. Kennt ihr manchmal so Tage, wo es dann nur so bam, 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 bam und wenn ihr das nächste Mal zum Luftholen kommt, dann ist es so so was. Gerade die letzten Stunden. Kinder haben gegessen, Svea ist jetzt im Bett, Manu ist im Fitnessstudio. Und ich werde den Vlog dann jetzt hier auch beenden. Ich wollte euch noch ein Buch unbedingt zeigen und dann kann ich den noch schneiden und für morgen halt hochladen. Und zwar ist das ein Buch, wer in meiner Facebook-Gruppe ist, der kennt Nicole Weiß schon. Und sie hat das Buch geschrieben, Familie ordentlich, Familienalltag entspannt im Griff, Ordnung halten, Freiräume schaffen. Ich finde es schon mal optisch super, super genial. Und das ist eine 30-Tage-Challenge. In der man zum einen halt jeden Tag so einen Tipp hat, wie man besser Ordnung halten kann, zum Ausmisten zum Beispiel. Super cool, einiges davon mache ich auch schon. Dann ist, und das ist aber nicht alles, es gibt dann auch noch DIY-Ideen und es gibt schnelle Rezepte drin. Das finde ich so genial, das ist halt nicht nur zum Aufräumen und Ausmisten, sondern dass man halt auch noch rundherum noch ein bisschen was hat, wie halt DIY-Projekte oder schnelle Gerichte zum Kochen. Ich finde das super, super schön. Ist aus dem Humboldt Verlag. Ich verlinke euch das schon mal unten, falls das den einen oder anderen jetzt schon brennend interessiert. Ich werde es aber auch nochmal genauer in einem Video auf jeden Fall vorstellen. Ich wollte es euch nur schon mal gezeigt haben, für all diejenigen, für die es interessant ist. Also ich finde es schon mal richtig cool. Werde auch einiges davon auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall die Rezepte. Ich bin ja immer offen für neue Rezeptideen. Und ich werde mich jetzt ransetzen an den PC und den Vlog schneiden. Ich hoffe, es hat euch so ein kleines bisschen gefallen. Mal wieder ein Vlog. Und ja, tut mir leid, dass jetzt im Januar erstmal keine Videos mehr kommen. Ich glaube, das versteht ihr auch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im Februar wieder. Und sehen uns sowieso ständig auf Social Media. Also auf Facebook, auf Instagram. Genau. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis bald.